Hallo, meine Lieben. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Und es geht weiter mit unserer Kabelverlegerei und allem Möglichen. wir machen jetzt den Mob-Duplikator-Geschisse da, ne? Genau. Was hast du hier gemacht? Das ist die Essenz. Das Grüne, die XP-Essenz, wo vom hinten bei der Resourceful Furnace produziert wird. Das Fluid, das Grüne. Wo wird das sie produziert? Wo? Ja, bei den zwei Öfen. Das bei diesen jetzt zwei Öfen, genau. Also bei denen hier, da geht dieses grüne Zeug rein normalerweise da. Da steht doch Fluid Empty, das ist ja, als wenn man da ein bisschen was geht. Das wird dann abgefüllt. Ich weiß, wo das flüssige Zeug reinläuft, ja. Und ja, das hast du das jetzt dann mit denen hier verbunden, bis da hinten hin mit den Fluid Ducts, genau. Ne? Genau, hier unten drunter die Leitung, läuft ja hier unten am Boden entlang, geht dann da und hoch. Dann und hast du hier tragbare Tanks dran gemacht. Genau, als Speicher. Als Speicher, gut. So, dann machen wir jetzt Stromkabel. So, ja, und dann nehmen wir unten den Ausgang. Wie man das am besten anschließe. Weil man Emo Stromo dran muss, Emo Leitung. Du hast doch irgendwo die Doppelleitung gehabt, gell? Warte mal, wo Strom und Dings leitet. Hoppla. Du hast gesagt, du willst die nicht nehmen. Ja, weil aber da unten ist es praktischer vom Anschließe her. Warte mal. Ich habe normale Item Ducts und Impuls Item Ducts habe ich. Warte mal. Dann hatte ich diese Lami. Ach, wenn ich richtig tippe wird. Da Super Laminara Fluid Duct. Ja. Ist das das? Was macht der? Ja, warte mal, ich guck mal gerade, was der durchzieht. Hier, ich geb dir mal einen da. Super Laminara Fluid Duct. Grenzenlose Übertragungsrate, wenn er unter Druck steht. Energiepartierter für Flüssigkeiten jeder Temperatur geeignet. Transfer bis zu 4000 RF. Das ist der andere, wo ich doch habe. Dann probieren wir das mal aus. Der funktioniert. Also soll ich den mal benutzen, ja. Ja, ich nehme den von mir dann. Warte mal, da mache ich dann den einen Motor ohne ab. Ja. Ja. Und man hocke dort vor. So ändert Hahn. Ja. Das ist so Kombi-Ding. Das heißt, er überträgt Flüssigkeiten von der Runner und Strom müsste er übertragen. Strom hat er nämlich schon drin. Guck. Ja, das kann aber jetzt von dir sein. Das werden wir gleich sehen. Noch her. So, und er müsste eigentlich. Er müsste eigentlich jetzt auch, wenn ich da auf. Mal abbauen. Ne, da ist jetzt voll. Oder bauen wir mal ab, ob der Strom rausgeht. Guck du mal irgendwo hin, dann siehst du, ob Strom noch drin ist oder ob er raus ist. Ist leer. Gut. Leer. Gut, und wenn du jetzt da drauf sitzt, müsste eigentlich sich wieder füllen, wenn es funktioniert. Ja, blub, voll. Passt. Ja. So, guck mal, ob die Flüssigkeit drin haut. Und die, ja, genau. Und die super laminare Fluid Ducts, die müsst ihr auch eigentlich dann schon haben, weil wir die Quest ja zusammen gemacht haben. Da müsstet ihr die jetzt auch eigentlich haben. Genau, weil der überträgt jetzt beides über A-Leitung innen. Genau. Elmo die Essenz und Elmo Strom. Da haben wir uns A-Anschluss gespart. Das ist doch praktisch. Wieso machen wir das nicht überall so? Brauchen wir das jetzt momentan, du? Ja, ist ja in Ordnung. Aber ist ja, halt, ja. Ne, klar. Ja, ja, klar. Wenn es machbar ist, klar, ist es halt so, wo mache ich jetzt den Crasher hin? Moment, da machen wir mal zu. Da kommt, brauchen wir noch den Absorption Hopper, wo man noch hat, oder? Hab ich. Der muss auch noch irgendwo da hin. Warte mal, ich guck gerade mal. Kann ich das da noch? Das nochmal weg und das nochmal weg und lehnen das mal da hinnen. Ins Hinne dran. Da kann man nämlich dann Absorption Hopper
So. Ja, du machst das jetzt hier drunter, ne? Dann hopper. So und dann hopper. So. Ja. Aber die Mobs werden hier vorne gecrasht. Das heißt, dann hopper dann quasi do irgendwo in den Hauer. Dahin? Ja, denn der komische Pünnibelhopper. Genau, das Ding. So, und die Itemleitung nehmen wir dann so ohne entlang. Das saugt schon alles in. Verbindst die mit dem Donut, mit der Leitung da ohne. Ein parallel Lava. Nee, okay, Energie. Da hast du da ist das Energie oder ist das nice. Item? Jo. Ein Item Duct. Gut, okay, alles klar. Verbind den mit dem gelben. Oder nicht. Ach, hat A eingesaugt. Jo, das saugt alles in, was er kriegt. So, jetzt müssen wir doch nochmal gucken. Die Verbindung da ist noch so drin, weil wir noch keinen Ausgang versplittert haben. So, guck mal gerade Show Area. Oh je. Wow, ist viel zu groß. Ja gut, aber das müssen wir ein bisschen höher lassen. Wie Mob Drop. Okay. Dann können wir eventuell ein Tiefer setzen. Ist runter? Nee. Du hast das Feld größer gemacht. Ich will gucken, wie es nach unten geht. Nee, ist nicht nur nach unten. Was ist denn da unten? Jetzt. Okay. So, wo hängen wir denn da? Das reicht. Ja, ja. Wenn es da mit drin schneidet, ist es egal. Welcher war da hin? Hoppla, jetzt bin ich schon hingefallen. Kannst ruhig was kleiner machen. Jetzt hast du wieder höher gemacht. Ja, ja, kleiner geht nicht. Das ist die Mindestgröße. Da ist so voreingestellt, die Größe. Ich kann höchstens noch ein bisschen. Nee, das ist die falsche Richtung. Ja, dann lass es so. Mach's na, aus. Ins... Ja, warte, ins Zeug. So. Nee, nee, falsche Richtung. Ah, das ist immer. So, das ist dumm im Weg, bündig abschneide. Genau. So. So, jetzt muss ich gucken. Nord, Süd, West, Ost. Was haben wir denn da? Vorhin war es die Richtung, was? Süden. Das? Ne, das war das Falsche. Also es ist nicht West, sondern Ost. Ost. Items. Genau, weg waren sie. da unten hat sich das verbunden. Das muss ich noch kappen. Mach doch erstmal dieses grüne Ding weg, bitte. Was für ein grünes Ding? Ja, ich sehe immer noch den grünen Rahmen. Ja, Moment. So. Oh, Mann. Ich muss jetzt erstmal gucken, was da alles. Das Biofluid und Energy, aber kein Item Duct. So, den Mensch. Hast du jetzt wieder mit diesem Penüppel da wieder verknüpft, ne? Ja, warte, ich muss unten das Ding kappen. Ich sehe nichts. Ich komm nicht dran, du Unner. Jetzt. Jetzt, ja. An die Verbindung weggemacht. Ja. So. Die Verbindung zu dem flüssigen Ding, ja. Ja. So, das können wir gerade zumachen. Das kann man auch zu, das auch zu. Toll. Super gebaut. Das kann ich gestehen mir oder was? Ein bisschen Erde habe ich noch. Da muss ich mal schwerer zubauen. Ah, das saugt aber alles in das Salzding. Hier sind dann noch Steine. Auf Zwacke können wir es dann da hin. So, gut. Gut, und jetzt? Wir das. Brauchen wir einen Redstone-Block? Hab ich nicht, hast du nichts von gesagt. Ja, es müsste aber noch im System sein. Damit sich das Ding trullert. Es ist bloß die Frage, wie
müssen wir es so bauen, das wäre es besser, wenn man es erhöht gebaut hätte, damit du deine Block anklicken kannst, für den der Pokéballen in sie schmeißen. Und dann machen wir es anders, doch anders da. Ah, Sauch in. Genau, alles in Sauch. Ja, du willst doch diese Saugdinger da dran. Klar, da willst du die Items raussaugen, oder wie willst du das sonst rauskriegen? Hopper drunter. Oh. Ja, da saugt aber nicht alles auf. So, ja, genau, da. Also mit dem Flüssigkeitsding da eins höher dran. Damit das ja halt eins höher steht, so. Ja, ja, weil dann musst du den Pokéball reinlehnen. Hm. Weil da ein Botte versenkt ist, komm ich schon nicht dran. So, dann machen wir den raus. Ja, sauch in, genau. Dann mach ich jetzt da hinten dran dein Redstone-Block. So, und dann hockst du dein Pinnüppel-Ding da dran. So. Gut. Jetzt bauen wir rundherum ein bisschen zu und du los mal mit Slaps oder sowas, dass du das Ding noch anklicken kannst. Ja, wo soll ich den Föhn hinmachen? Der kommt neu von vorne. Damit er den, wenn er quasi dann rechts ist, dann auf der Höhe, so spawne die dann. Wenn dann nämlich die werden dann mit dem Föhn da rumgedrückt. Grinch und verreckt. Geh weg. Das ist 100. Doch, der Föhn muss doch in die Richtung zeigen. Schau, Area. Ja, ist doch richtig. Ja, ja. Aber du musst aber drunter rum auch zubauen. Und da muss man noch Upgrades hin machen. Ja, da macht den doch nicht da so. Da. Nee, Moment. Ich kann hier bloß zu Demonstrationszwecke war das von der Höhe her. Warte mal. Let's go. Dein. Hä, ich hätte doch viel mehr da drin gehabt. Hierhin okay. Reicht eigentlich. Hatte ich den nicht gerade da? Ja. Reicht doch. So. Aber drauf kann ich jetzt mit Glas zubauen. Hab ich nicht. War schon dann? Hast du noch nichts mehr von dem Glas? Nee. Ach, du hast das ganze gehärtete Glas den geballert. Ja, hab ich doch gesagt. Für deine Käfisch. Naja, gut, wir haben's jo. Ah jo, mal klar haben wir's. Jetzt nimmst du schon wieder das Gehärtete. Das ist auch so, aber schwer in der Herstellung. Nehmt, was ihr wollt. Ja. Hat er gesagt, kannst nehmen, was du willst. Ja, ich habe an normales Glas gedenkt und nicht gerade das teure Glas. Wie hoch? Ja, das Widderskelett ist an 2,5 Blöcke hoch. Also sprich Decke. Da wird doch kein Widderskelett drin gebaut. Ey, klar, du musst nicht kein Widder. Die schwarze Skelette musst du drin spawnen, damit du die Schädel kriegst. So, machen wir nochmal eins auf. Und do, ach. So zu. Ja. Weil die sind 2,5 hoch. So, fertig. Alles zu? Hab schon.
Also innen drin ist, oder? Ja, hast du das so irgendwie, wie hast du das gemacht? Hast du auch mal eine Decke an was gesetzt, weil das so komisch abgehakt ist? Ja, das sieht irgendwie drin komisch aus, finde ich auch. Deswegen. Wenn dann mit Behutsamkeit, dann geht's glaswegs nicht kaputt. Ja, ich hab gedacht, die gehen so an sich nicht kaputt. Nee, das siehst du, die sind futsch. Ich hab keinen Behutsam. Ja, was? Oder hat er das alles ingesaugt? Ich schwör's nicht. Nee. Glück, die sind alle geil. Sind Haltbarkeit, nein. Ich hab keinen Beschreibbar, verstärkt, Glück hast dich, ne. Warte, ich hab mal Pickaxe. Ich hab warte keine. Wenn ich so finde, in meinem Durcheinander hier. Wo ist sie dann? Wert? Hä? Wo ist mein Pickaxe? Fuck. Ne, die scheint sie dann im Rucksack. Wo ist die hin? Vom System gucke ich nicht, dass sie aus Versehen mit den Ring geschmissen. Ich glaube, meine. Warte, war die nicht behutsam? Ne. Da ist auch nicht drin. Wo ist mein Pickaxe? Pickaxe ist weg. Ne. Oh, irgendwie haben ich einen Bug. Sind nicht drin. Dose auch nicht drin. Haben sie doch einen Rucksack hingepackt. Uhr, Schaufel, Schaufel. Hammer, der Hammer ist drin. Aber mein Pickaxe ist weg. Ah, ich klick mal alles so drauf. Ah, nee, also ich hab keine. Schabse. Schabse. Ich hab keine. Geh mal, war ein bisschen buggy. Na, der Automat saugt jetzt alles in. Na, das macht nix. So, da haben wir jetzt einen Block, zwei Blöcke, drei Blöcke Höhe. Drei Blöcke hoch. Lass die Reihe in der Mitte einfach offen, würde ich sagen, oder? Es geht nur darum, dass sie an der Pfanne hoch genug können. Weil die gehen mit, obwohl es wird, dass die gehen nicht nur oben, ne? Nee. Für die Blaze machen wir ja hier nicht. So, das saugt jetzt eher alles so in die Tonne. Nicht. So. Der Rest müsste jetzt auch gleich noch irgendwo auftauchen. So. Bist du jetzt im Weg? So, jetzt habe ich kein Glas mehr. Zwei Stück haben wir noch da und dann war es das schon wieder. Gut, haben wir es zu. Jo. Sieht so aus, ne? Ja. Gut, dann wieder ein Hebel. Moment. Wenn der Föhn an so schalte. Hebel. Stein, also Bruchstein. Digi. Hebel. So, wohin? An den Föhn. Dann testen wir mal aus. Moment. Nee, da ich Enderman, hab keine. Place. Ne, meine sind leer. Meine Pokebälle. Mit das Skelett. Da habe ich meinen. Habe ich noch. So, dann haben wir nämlich unser Pokeball, du. Wer ja, gibt das her? Da. Und das ist jetzt ja wieder das Skelett, ne? Ja, so, den muss ich jetzt noch reinpacken. Der müsste jetzt direkt. Da hast du jetzt noch kein Upgrades in dem Ding drin. Das wäre da jetzt so. Dauert's ewig. Deswegen dauert das jetzt irgendwie lang, bis sie verrecke.
Die Schwester nennt das die genug Schädeltroppe. Das wird ob das irgendwas an Schädel getroppt haben. Wahrscheinlich eher weniger. So, ja, dann die Upgrades. Genau, und zwar brauchen wir Elmo, das, von welcher Mod war denn das? Mob Grinding. Gib mal in Mob Grinding. Wieso Mob Mesher Upgrade? Ist doch Industrie oder nicht? Nee. Die sind von Mob Grinding Utilities. Das ist der Häcksler hinter. Dann hast du ja immer Sharpness, kann man 10 Stück machen und Beheading. Mhm. Gibt's in at MOB. Ja, M. Achso, at. Ja. Muss ich machen, weil das Mod Dings ist. MOP. B, wie Bertha. B. Ich hab gedacht, hä? So zeigt er mir das nicht. Ja, die habe ich doch gerade gehabt, Mob Fam Upgrader. Und das habe ich doch gesagt, Mob Mesher Upgrade. Ja, genau. Ja, es ist aber genau das, was ich dir gerade gesagt habe. Okay, gut. Entschuldigung, da war doch mein Fehler. Ich weiß, sind das denn nicht, was du guckst? So, da brauchst du Sharpness, 10 Stück. 10 Stück. Ja, das ist das Maximum, was es in den Packer kannst. Dann sind die direkt mit einem Hit kaputt. Schön, ich kann einen machen. Toll. Das heißt, du brauchst Eisenschwerter jede Menge, ne? Ja. Dann bauen wir ganz die Ladung. Brauchst noch Goldnuggets, ne? Ja. Ja, Nuggets fehlen. Warte, ich mach's mit meiner Fernbedienung. So, da brauchst du das nicht umzustellen. Goldbarren. So. Na gut, Goldbarren habe ich da oben. Da sind drin. Machen wir Ladung. So, weißt du das erstmal? Na, jetzt fehlen wieder Schwerter. Warte. Ja, brauchst pro Ding 4 Stück. Jetzt. Ja, sag doch was, dann tu ich die Schwerter baue. Da brauchst du es nicht um zu switchen. Ach, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So. 8, 9, 10. So, hab ich. 10 Sharpness. Gut. So, und dann? Dann das Beheading. Du brauchst du Eisenhelme und Goldhelme und Nuggets. Und ein bisschen Redstone. Looting kann man auch noch einen ballern, damit du mehr rauskriegst. Fire Aspect ist nett, Smite ist eigentlich auch nichts, das Akro-Dings ist auch nichts. Looting kennt man, weil wir noch nicht machen. Das haben sie mehr. Beheading, ne, hast du gesagt, ja. Beheading. Das mit der Guillotine. Ja. Das mit der Guillotine drauf. Okay, es fehlt. Warte, ich mach der Eisenhelme. Brauchst du Eisenhelme, ja, ne? Und Goldhelme auch. Ja, warte. Oh, das drinnen.
Ja, das kostet immer alles sehr viele Ressourcen und deswegen, das ist für mich zu viel gepüzzelt. Zu viel gepüzzelt Kram, deswegen mache ich das auch nie so gerne. Wenn du es einmal hast, dann hast du es ja normalerweise, weißt du? So, kann ich anfangen. Standardladung gebaut. Schon, bin noch dabei. Und ich glaube, wenn man das nicht mit dem ME-System machen würde, da würde man verrückt werden. Ja, dann wär ich bekloppt, weil alles von Hand sammelsuche, das. So, brauchst du noch mehr? Oh, soll ich auch 10 Stück machen davon? Ja, das Maximum. Brauchst du noch was? Oh, eins brauche ich noch. Was? Ein Eisenhelm. Einer. Okay, Moment. In Arbeit. Ist drin. Hast du? Ja. Gut, und dann noch das mit dem Kleeblatt. Ach, jetzt ist das noch mit dem Kleeblatt, Mann. Ja, das ist relativ simpel mit Lapis und Redstone und Goldnuggets. Das ist nichts Kompliziertes. Auch 10 Stück. Ja, das ist Looting, dass man mehr rauskriegt. So, hab ich. Ach, gut, dann gehen wir weiter zu unserem Schredder-Ding dahinter. So. So, jetzt klickst du so ein bisschen schräg an, dass du drankommst. Da siehst du die Symbole drin in dem Ding. Und das jeweils, wo das Symbol ist, lege ich die 10 Stück hin. Ja. Und dann noch das Schwert vorne, wo man hatte. Genau, das war's. So, jetzt testen wir das ganze Ding noch einmal. Das müsste so direkt geschreddert werden. Nehmen wir das Ding mal hin. Siehst du, zack, direkt hin. Plump. Jedenfalls sind sie, wenn sie dann Dreck geschreddert und kriegen alle Köpfe und alles raus. Das ist schon der erste Druck. Weil die Köpfe brauchen wir, jo. Ja, die Köpfe brauchen wir, ja. Wenn die ganze Witter schneller Stars zu machen. So. Brauchen wir noch ein Okay, dann haben wir die Grundversorgung, haben wir. Ja, ich mach doch mal die Tonen und dann machen wir den. Wir müssen natürlich vorher ins Nether und so ein. Wieder einfangen, ne? Und in dem Pokéball. Ja. Jo. Dann haben wir jetzt unser Grundding, was wir für Draconium brauchen, haben wir jetzt, ne? Erstmal, ja. Okay. So, und jetzt. Ja, dann müssen wir halt unsere Stromversorgung hochschrauben. Das mache ich aber so ein bisschen nebenbei. Und dann geht's, dann haben wir dann noch die anderen Dinger mit dem Fusion Crafting und was alles noch dazu kommt. Gut, also das heißt jetzt erstmal kräftig hier Sterne sammeln. Genau. Und was noch? Draconiumstaub, ne? Draconium haben wir ja genug. Ja, aber ich muss das trotzdem sagen, dass wir das auch noch brauchen, ne? Draconiumstaub. Ja, das heißt mal, wenn das willst, kann man dann in der nächsten Folge hier hinter irgendwo einen Laser-Drill aufbauen, wo Draconium sammelt. Genau, das wäre eine sehr gute Idee, obwohl ich die eigentlich bei mir haben wollte. Aber ja, das können wir machen. Dass man einer rein hier einfacher als Aufbau bis hier, wo Draconium im Endeffekt bohrt. Ja. Ja, das ist so eine Steinschwerter, wo die Troppe, das können wir wegmachen. Aber 11 Schädel. Mal schon nicht verkehrt für den Anfang. Ja. Bau da hinten mal zu. Okay, gut. Das ist natürlich, gut. Das ist jetzt die Widder für die Stars. Und hier haben wir die wieder Skelette für die Köpfe. Und da hinten machen wir dann jetzt als nächstes in der nächsten Folge dann die Laser-Drills für die Erze. Und da ist nicht nur Draconium-Erz, sondern da können wir ja alles an Erze mitsammeln. Ja. Jo, das machen wir dann als nächstes. Ja, sehr gut, sehr gut. Gut, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.